Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Wir verlassen das Schloss von Ikana. Beziehungsweise das ehemalige Schloss von Ikana. Genau genommen sind es heute ja mehr so Ruinen. Genau, wir verlassen diesen Ort, denn wir haben alle Gegenstände beisammen, um den nächsten Tempel zu erreichen. Was heißt Gegenstände? Also wir haben den Spiegelschild und wir haben eben dieses Lied. Das Lied war halt wichtig. Warum? Das seht ihr gleich. Ja, und ich würde auch vorschlagen, dass wir uns direkt um den nächsten Tempel kümmern. Ist ja naheliegend, also wenn wir jetzt schon die ganze Vorarbeit gemacht haben, dann sollten wir da auch hinlatschen. Und der müsste eigentlich da vorne hinter dem Tor warten. Naja, lassen wir uns mal überraschen, was hier passiert. Felsenturm. Tada! Und diesen Turm, den müssen wir nach oben klettern. Das hört sich erstmal leicht an, ist aber nicht so leicht, denn es gibt hier so kleine Schalterrätsel, die man erst klären muss. Ja, ich kann euch das ja vielleicht einfach mal zeigen. Also wenn man hier auf so einen Schalter drauf geht, dann bewegen sich diese Steine. Und die muss man halt in der richtigen Reihenfolge aktivieren, damit man weiterkommt. Erstmal muss ich mir merken, wo die Steine hinfahren. Also der fährt nach vorne. So, und ich sollte mal mein Inventar vielleicht ein bisschen umsortieren. Was brauche ich denn hier? Ich brauche den Enterhaken auf jeden Fall. Ich brauche Masken. Boommaske brauche ich, glaube ich, auch. Genau, das sollte eigentlich reichen. Also hier ist Schalter Nummer 1. Da oben sollte irgendwo Schalter Nummer 2 sein. Vielleicht seht ihr auch, warum ich die Maske genommen habe, diese Kaboom-Maske. Denn damit kann man diese Gegner hier halt killen. Lup, und weg ist sie wieder. Gut, Schalter Nummer 2. Der sorgt dafür, dass der einfach nur nach oben fährt. Und da oben. Jo, da haben wir Schalter Nummer 3. Was macht der? Der lässt den Stein nach vorne fahren. Okay, das heißt, erst der mittlere, dann der obere, dann der untere. Glaube ich zumindest. Ja, genau. Ja, und wie aktivieren wir diese Schalter denn dauerhaft? Das ist eigentlich ganz easy, denn dafür haben wir diese schöne Melodie gelernt das letzte Mal. Und das Beste an der Melodie ist, dass man damit nicht nur eine, sondern mehrere Statuen erzeugen kann. Ja, wir probieren das einfach mal aus, würde ich sagen. Elegie des leeren Herzens. Genau, da haben wir Statue Nummer 1. Und die bleibt halt da stehen. Und wenn ich jetzt eine Verwandlungsmaske aufsetze, dann kann ich halt noch eine Statue von mir erzeugen. Macht auch bei allen Sinn, bei allen Verwandlungen, außer bei Deko Link, denn Deko Link ist halt zu leicht. Kann man zwar auch eine Statue mitmachen, aber ja, die bringt halt relativ wenig. Die Statuen sehen übrigens alle mega gruselig aus. Boah, die sehen so furchtbar aus, die Statuen. Ganz schlimm. So. Und als letztes... Nee, Quatsch, war doch gar nicht richtig, oder? Ach, die hätte ich... Ah, ich hätte erst die obere aktivieren müssen. Moment, 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 Moment. Da seht ihr, vorhin habe ich es richtig gesagt und jetzt habe ich mich trotzdem vertan. Wenn ich die jetzt wegbekommen will, dann muss ich halt die Statue nochmal neu beschwören. Genau, das Ding muss wieder nach unten.
Wir hingegen müssen nach oben. Jetzt beschwören wir hier. Oder? Oder war die andere Reihenfolge doch richtig? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich muss ein bisschen experimentieren. Nicht, dass ich mich jetzt doch total vertan habe. Das ist aber auch ein nerviges Rätsel, weil man halt die ganze Zeit die Masken aufsetzen muss und... weil man halt immer wieder diese blöde Melodie spielen muss. Ach, schaut euch mal die Statue an, die ist mindestens genauso gruselig wie die andere. Furchtbar. Jo, runter hier. Nein! Nein! Oh Gott, ich hab's verhauen. Okay, kurzer Schnitt nach oben. So, mein Fail von gerade rückgängig gemacht. Also, hier ist die erste Statue, da oben ist die zweite Statue. Und jetzt gehen wir nochmal runter und jetzt platzieren wir hier mal die dritte. Ich hoffe, diese Reihenfolge ist richtig. Ich kann auch total Quatsch sein, was ich gerade mache. Nee, war richtig, genau. Die eine blockiert die andere Säule, beziehungsweise der eine, keine Ahnung, Block blockiert den anderen und rutscht dann aber an die richtige Stelle. Wollte ich doch sagen. So falsch sah das gar nicht aus. Aber wie schon gesagt, also es ist ein bisschen nervig, weil man halt die ganze Zeit hin und her switchen muss. Mensch, 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 Mensch. Das heißt, wir können da oben jetzt auch direkt weitergehen. Und ich meine, so eine Geschichte müssen wir jetzt aber auch nochmal machen. Nur halt eine Ebene höher. Hä? Was? Ey, deren Ernst? Muss ich das jetzt nochmal machen? Oh Gott, ich könnte heulen. Ach, ein Schnitt nach oben. So, Versuch Nummer 2. Ihr merkt schon, das Ganze bietet schon ein gewisses Frustpotenzial, weil man halt immer alles nochmal machen muss, wenn man hier runterfällt. Oh Gott. Ich bin drüben. Und das nächste Rätsel. Schauen wir mal. Da haben wir einen Schalter. Vielleicht besiege ich erstmal den Gegner. Was macht der Schalter denn hier? Der schiebt den nach vorne. Okay, sieht schon mal nicht so schlecht aus. Dieser Schalter... weg den Stein nach vorne, da wird er aber blockiert. Okay. Was macht der untere? Wird auch blockiert. Na gut, dann haben wir die Lösung ja prinzipiell schon. Ich würde vorschlagen, diesen Schalter hier, den aktivieren wir als erstes. Bei den anderen Schaltern können wir jetzt eigentlich raten, ne? Wahrscheinlich wurscht. Oh, ich nehme jetzt einfach den hier unten. Ah, sieht doch gar nicht so übel aus. Aber wie schon gesagt, wahrscheinlich ist die Reihenfolge da sogar wurscht.
bisschen seltsam. Er hat den Schalter halt erst als deaktiviert und dann als aktiviert erkannt. Abgesehen davon ist es ein bisschen seltsam, weil halt die anderen Blöcke wieder in ihre Originalposition zurückgehen. Also ja, definitiv Frustrationspotenzial, aber wir müssen es nur einmal machen, ist die gute Nachricht. Beziehungsweise ich habe es jetzt schon dreimal gemacht, aber tendenziell muss man es nur einmal machen. Damit sollten wir eigentlich auf die andere Seite rüberkommen. Genau. Boah, ich will da jetzt nicht runterfallen. Wenn ich da runterfalle, dann heule ich. Echt. Oh. Nein! Das gibt es nicht! Ey, das ist so eine gemeine Stelle. Echt. Das ist so blöde. Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Aber ich bin gerollt und trotzdem hat die Sprungreichweite nicht funktioniert. Oder nicht ausgereicht. Ach Leute, es ist wirklich zum Ausrasten. Na gut, es gibt jetzt nochmal einen Schnitt nach oben. Wo ich das jetzt halt, ja, alles einmal ganz kurz alleine mache. Mensch, es ist wirklich eine furchtbare Stelle. Und schon bin ich auf der anderen Seite. Ich bin übrigens nochmal runtergeflogen. Nur um es zu erwähnen. Das war wunderschön. Mann. Ich will auf jeden Fall Mitleidskommentare haben. Okay, da kommen wir so nicht hoch. Ein bisschen Mitleid in den Kommentaren muss sein. Jo, wie kommen wir denn jetzt hier noch höher? Ach, da vorne können wir uns noch lang ranziehen? Nee, oder auch nicht. Tja, gute Frage. Wie komme ich denn hier noch höher? Diese Geräusche im Hintergrund nerven natürlich auch so ein bisschen. Ah, oder muss ich da lang? Ich glaube, nein. Wobei, ich meine, unsere gute Fee fliegt auf jeden Fall darüber. Wie, du wirst mich jetzt darunter, du blöde Fledermaus. Hm. Irgendwie kommt man hier doch noch höher. Vielleicht sollten wir mal kurz mit dem Stein hier quatschen. Hallöchen. Der Mythenstein spürt die Anwesenheit der Maske und spricht zu dir. Doch den Sinn seiner Worte vernehmen nur Auserwählte. Wenn du dich vom Fluss im Ikana Canyon mittragen lässt, landest du irgendwann im Sumpf. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wow! Vielen Dank für den tollen Hinweis. Genau das, was ich wissen wollte. Vielleicht muss ich einfach ein bisschen weiter vorne stehen. Vielleicht ist das ganz simpel hier. Also vielleicht muss ich einfach nur an der Stelle hier vorne stehen. Na, schaut mal, ganz so schwierig war es nicht. Hm. Als nächstes wahrscheinlich darüber. Und unglaublich, die Eulenstatue. Leute, wir können uns hier hoch teleportieren. Möchte ich speichern, aber sowas von. Holy moly. Was für eine unangenehme Geschichte. Und da vorne ist der Tempel. Tja. Müssen wir eigentlich nur noch diese Schalter hier in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Hm, das sah schon nicht schlecht aus. Oh, ich glaube, ich habe sogar auf Anhieb die richtige Reihenfolge erraten. Ja, wobei, jetzt ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn ich Mist baue, wie schon gesagt. Jetzt kann ich mich ja einfach nach oben teleportieren.
schauen wir mal. Aber wir müssen sowieso eigentlich noch ein paar Gegenstände besorgen. Ich will nur einmal die Kombination schon mal wissen. Genau, also wir müssen definitiv die Zeit nochmal zurückdrehen. Wir müssen ein bisschen einkaufen gehen. Wir müssen noch ein paar Sachen besorgen. Einfach weil der Tempel, ja, jetzt nicht überdramatisch schwer ist, aber ich will schon vorbereitet sein. Also ich will zumindest irgendwie 2, 3 Feen dabei haben. Ein bisschen was, um meine Magieleiste vielleicht wieder aufzufüllen. Das macht, glaube ich, in diesem Tempel auch Sinn. Schauen wir mal. Und war es die richtige Reihenfolge? Ja, aber sowas von. Okay. Also rechts, links, Mitte. Und dann kommen wir rüber in diesen schönen Tempel. So, jetzt geht's aber wirklich zurück. Wie schon gesagt, ich wollte die Kombination nur schon mal wissen. Und zwar geht's zurück nach, jetzt muss ich mal überlegen, Unruhstadt, genau. Was für ein unheimlich frustrierender Aufstieg. Das war ja wirklich furchtbar. Hallöchen, ich würde gerne Geld einzahlen. Hab schon wieder 500 dabei. Boah, 1919 haben wir schon. 1919. Ja, und dann setzen wir auch direkt die Zeit zurück. Und eine weitere Umschweife. Und schon geht's zurück zur Dämmerung des ersten Tages. Ach, all unsere schönen Gegenstände. Tada! Sogar mal wieder als Corona unterwegs. Gut, wir gehen einkaufen. Hallöchen. Ich brauche ein bisschen Geld. Das war's mit der schönen 1919. Ich überlege gerade mal, wie viel nehme ich denn mit? 300? Ja, ich glaube, wir brauchen schon relativ viel. Zumindest weiß ich, dass ein Gegenstand ziemlich teuer ist. Ansonsten Masken sollten wir vielleicht auch mal umsortieren. Genau, Häschenmaske. Und dann teleportieren wir uns erstmal runter zur Milchstraße. Denn da können wir ein bisschen Bomben farmen. Ein bisschen Pfeile farmen und so. Ihr kennt das Prozedere ja schon. Haben wir ja schon öfter mal gemacht für andere Sachen auch. Back to the Milky Way. Ich glaube, hier gibt es auch irgendwo Feen. Ich glaube, irgendwo kann man hier eine Fee abstauben. Wo war das denn nochmal? War das hier? Ah, genau. Hier kann man nämlich wirklich richtig, richtig gut Feen sammeln. Wir nehmen jetzt eiskalt mal 3 Feen mit. Fee Nummer 1. Vielleicht übertreibe ich auch ein bisschen mit den Feen, aber ich habe den Tempel halt wirklich als sehr, sehr schwer in Erinnerung. Oder als schwerer als die anderen Tempel zumindest. Fee Nummer 2. Und Fee Nummer 3. Das ging ja flott. Gut, das haben wir also erledigt. Dann kann ich die ganzen Sachen auch mal wieder zurückpacken. Ins Inventar. Ja, jetzt Pfeile, Bomben. Und anderer Krams. Boah, der Vogel. Nie wieder. Zumindest jetzt erstmal nicht. Will nicht schon wieder mein Schwert verlieren.
Müsste eigentlich mal im Internet nachschauen, wie man das wiederbekommt. Vielleicht muss man das auch irgendwie zurückkaufen oder so, könnte ich mir sogar auch vorstellen. Okay, okay, okay. 50 Pfeile haben wir schon, aber erst 20 Bomben. Ich will auch 50 Bomben haben. Ja, komm schon, da müsste doch noch irgendwo so eine Buschreihe sein. So ein Buschkreis. Oh, doch. Ein paar zumindest. 5 Stück nur. Ist es denn die Möglichkeit? Ja, im Notfall haben wir immer noch unsere Bombenmaske, wenn uns die Bomben ausgehen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Normalerweise finde ich immer Bomben im Überfluss. Nur jetzt natürlich nicht. Bin trotzdem ganz froh über diese etwas stumpfere Aufgabe. Zumindest besser als irgendwelche Türme hochklettern. Das hier birgt zumindest kein Frustrationspotenzial. 30 Bomben habe ich inzwischen. Das gibt's doch nicht, überall nur Pfeile. Ich meine, ist ja schön, aber... Ich will Bomben. Aha. Einfach mal laut aussprechen. So, 40 Bomben, 50 Pfeile. Dann geht's jetzt einmal ganz kurz ins Städtchen. Zurück. Bin so lauffaul, ich könnte auch einfach... mal ganz kurz in die Stadt reingehen. Aber nein, ich teleportiere mich natürlich. Wie im echten Leben, richtig schön lauffaul. Dann verlangsamen wir die Zeit noch. Mit der Ballade des Kronos. Und dann sind wir immer noch nicht ganz fertig. Denn jetzt will ich eigentlich bei der Milchbar noch Milch kaufen gehen. Dann macht die nochmal auf. 22 Uhr, glaube ich, ne? Was nicht 22 Uhr? 22, 22, 22. Doch, das war 22 Uhr. Nee, ah, hat auch jetzt schon auf. Ich glaube, mit dieser Maske kann man hier auch Milch kaufen. Oder kann ich das jetzt nur abends? Naja, 10 Uhr abends. Dann können wir hier in der Nähe noch eine andere Subquest auch erledigen. Ich weiß, ich raube mir jetzt natürlich selber so ein bisschen die Zeit... für die Tempelerkundung. Aber das sollte halt wirklich ausreichend sein. Also, wir brauchen keine 2 Tage, um den Tempel durchzuspielen. 56 Ingame-Stunden müssten wirklich reichen. Bevor ich da jetzt aber reingehe, gucke ich einmal ganz kurz hier rein. Ach so. Ah, Moment. Da muss ich da oben rein. Ach nee, die Subquest kann ich gar nicht machen. Ah, ich wollte eigentlich die Subquest machen auf dieser Toilette hier. Im Gasthaus, da hatte ich mal von erzählt, als wir da drin waren, aber da brauche ich noch einen anderen Gegenstand für. Ne gut, dann konzentrieren wir uns weiterhin auf die Milz. Das Schöne ist, wir haben mal wieder den Soundtrack aus der Milchbar. Die Infos wollte ich eigentlich gar nicht. Einen trinken. Na, Chateau! Deine Flasche wurde mit edlem Chateau Romani aufgefüllt. Ein Schluck von dieser cremigen Köstlichkeit füllt die Magieanzeige wieder auf. Deine magische Ausdauer wird darüber hinaus verstärkt. Lass deinen Gaumen von diesem edlen Geschmack liebkosen. Genau, und diese Milch wollte ich haben, denn die ist wirklich halt sehr, 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 sehr praktisch für den Tempel, zu dem wir uns jetzt hin teleportieren, den wir aber in diesem Part nicht anfangen. Denn, liebe Leute,
an dieser Stelle beende ich den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut, euer Huxel. Ciao.